Ja, mein Name ist Frank Felten. Meine Geschichte hier in der Technologieregion beginnt zur späten Grundschulzeit, wo ich mit meinen Eltern hier gelandet bin. Ich habe dann Abitur gemacht in Karlsbad, hatte dann berufliche Stationen in Frankfurt für mehrere Jahre, in München für einige Jahre. Ja, und wenn man dann natürlich Kassel, Frankfurt, München und Karlsruhe kennt, dann weiß man hinterher auch ganz sicher, dass Karlsruhe die beste Wahl ist. Ich bin also zurück nach Karlsruhe, wo ich heute Produktmanagement und Softwareentwicklung leiten darf. Ja, unser Beitrag zum Neo Award 2014 spielt in der Welt der Logistik, wo es um Supply Chains geht, um Transportketten. Um das aber genauer zu erklären, habe ich meine Kollegin Gabriele Geiger aus dem Marketing mitgebracht. Worum geht es letztlich bei unserer Idee? Wir wollen logistische Lieferketten optimieren, das heißt, wir wollen die Wartezeit an der Rampe verkürzen, damit auch die Standzeit der Lkw, was erhebliche Kosteneinsparungen verursachen würde. Darüber hinaus wollen wir, dass Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden und somit auch die Straßen letztlich sicherer gemacht werden. Wie genau unser Dienst funktioniert, wollen wir beide an einem Beispiel erklären. Ja, herzlich willkommen in der Fahrerkabine von Harry. Harry ist beschäftigt bei einem Transportdienstleister in Malsch und sein heutiger Auftrag lautet, Flugzeugteile zum Airbus-Werk nach Hamburg zu bringen. Er hat die Teile schon an Bord genommen und hat auch die Tour im PTV-Group-Dienst registriert. Insofern alles okay, er ist unterwegs. Geplante Ankunftszeit 17.30 Uhr. Er ist unterwegs, fährt nach Hamburg. Ja, und da gucken wir jetzt auch gleich mal hin, was in Hamburg so los ist. Wir schalten um zu Gabriele. Willkommen in Hamburg. Renate ist gerade zu ihrem Dienst gekommen. Sie sortiert nochmal die Unterlagen, was wird heute an Lieferung reinkommen hier bei dem Flugzeughersteller. Und jetzt sieht sie spontan in dem Dienst von der PTV Group, Mensch, da kommt noch spontan eine Lieferung aus Karlsruhe, erwartete Ankunftszeit zwischen 17 und 18 Uhr. Da plant doch Renate genau ein Zeitfenster ein, damit dann auch entsprechend eine Rampe zu der Uhrzeit frei sein wird. Ja, Harry ist ganz gut unterwegs, gutes Stück vorangekommen. Trotzdem signalisiert ihm der PTV Group Dienst, dass seine Ankunftszeit deutlich später sein wird. Vermutlich ein Stau vor ihm. Deshalb bekommt er den weiteren Vorschlag, doch schon vorher seine Ruhezeit zu verbringen und steuert einen Parkplatz bei Bad Hersfeld an. Die neue Ankunftszeit ist jetzt 20.30 Uhr. Renate wird darüber automatisch informiert und kann jetzt schon mal in aller Ruhe umdisponieren und so ein freies Zeitfenster schaffen. Harry ist wieder unterwegs. Der Stau hat sich aufgelöst, während er seine Ruhezeit gemacht hat. Er hat also in Summe wenig Zeit verloren. Hinter den Kasseler Bergen fährt er weiter und sieht dabei auch, dass eigentlich alle anderen Lkw-Parkplätze dort voll sind. War wirklich clever, vorher rauszufahren. Es ist kurz vor 20.30 Uhr, die Stadtgrenze ist passiert und kurz darauf kommt auch die Rampe in Sicht. Renate freut sich in Hamburg, dass um 20.30 Uhr Harry tatsächlich angekommen ist und freut sich auch darüber, dass sie während der Fahrt immer auf dem Laufenden gehalten wurde. Neo an unserer Idee ist zunächst einmal N wie neu. Neu bedeutet, wir stellen wirklich allen Beteiligten der logistischen Lieferkette die zu erwartende Ankunftszeit zur Verfügung, egal ob sie ein Vertragsverhältnis miteinander haben oder nicht. E wie einfach. Einfach bedeutet, es ist keine extra Software notwendig. Das bedeutet, Sie können die Zeit einfach abrufen über eine App oder ein Online-Portal. Und O wie online oder ortsunabhängig bedeutet, dass egal wo sich der Fahrer oder der Disponent befindet, er kann die Informationen von überall her ortsunabhängig abrufen. Ja, wir hoffen, wir konnten mit dem kleinen Beispiel zeigen, worum es geht in der Logistik. Es geht um gut fahren, gut unterwegs sein und um gut ankommen. Auf gut Deutsch heißt das dann PTV Drive und Arrive, sicher ankommen.